habe damals so nach erstem Auto geguckt und dann wollte ich schon irgendwas Sportlicheres. Mazda war da nie auf dem Schirm bei mir und der RX-8 schon zweimal nicht. Ich war dann so, bei Toyota hast du ein bisschen geguckt. Ich habe lang nach dem Evo überlegt. Ja, und dann irgendwann wurde mir vorgeschlagen, könnte dich auch interessieren. Und dann noch ein RX-8 gekommen. Zwei, drei Fahrzeuge angeguckt, dann habe ich direkt gesagt, der sieht gut aus, nehme ich. Drehfreudig und so, das ist ein ganz anderes Fahrfeeling wie jeder andere normale Wagen, sage ich jetzt mal.